Hallihallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von The Bus, der Stadtbus-Simulator von TMS Studios in Berlin City. Yeah, jetzt geht's wieder weiter. Die erste Folge, wenn ihr die verpasst habt, unbedingt rechts oben beim i vorbeischauen. War auf jeden Fall super, super cool. Wir sind von Alexanderplatz zu Tegel gefahren. Heute fahren wir von Tegel zum Alexanderplatz und es schneit. Ihr seht schon, also ich meine, das Wetter ist krank. Also ich habe ja gesagt, ich mache hier krasse Bedingungen. Wir haben viel Nebel, wir haben Schnee hier mit dabei und es ist auch schon dunkel. Das ja, war nicht ganz so geplant, aber es ist halt schon dunkel und dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt, was für ein Schmuddelwetter das heute wird. Aber es ist bestimmt sehr interessant, das auch mal so zu sehen. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt, was ich mal unbedingt machen soll, dann könnt ihr mir das super, super gerne unten in die Kommentare reinballern. Würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt war ich auf jeden Fall erstmal den Bus an. So, eingestellt auf Alexanderplatz. Da kommen sie schon rein mit dicken Jacken und was auch immer. So, meine lieben Freunde. Wir haben die paar Leute hier eingeladen, haben auf Alexanderplatz gestellt und fahren jetzt von Tegel aus. Ja, mit den krassesten Bedingungen, die ich je gesehen habe. Runter zum Alexanderplatz. Hier staut sich's directly. Ich bin natürlich ein frecher Busfahrer und dränge mich auf die linke Seite. Jetzt sehen wir hier Berlin-Verkehr. Jetzt muss ich mich natürlich aber auch wieder auf die rechte Seite mit so einem fetten Bus drängeln. Das wird auch sehr interessant. Ja, und ja, er lässt mich rein, okay. Sehr schön. Können wir ihm kurz das Dankezeichen machen, dann passt's. Finde ich mega, muss ich sagen. Dass es hier so dynamisches Wetter gibt, fand ich schon echt cool. Habe ich ja im letzten Video schon gesagt. Aber hier, guckt euch das an. Also ich meine, was ist das für ein krasses Winterwetter? Ich meine, es ist absolut neblig. Es ist absolut viel Schnee und dunkel. Und diese Lichter, ich meine, wie die Lichter aussehen. Guckt euch mal diese Straßenlaternen an. Das sieht so cool aus. Also es sieht echt richtig, richtig geil aus, muss man sagen. Macht Spaß. Und dann der ganze Verkehr hier. Super. So eine zweispurige Linksabbieger mit Gegenverkehr. Ja, ist auch interessant. Das Ding ist, du siehst den Gegenverkehr halt nicht. Ja, siehst du? Ich fahre los und dann kommt plötzlich einer. Du kannst es nicht sehen. Weil auch das nicht. Guck dir das an. Das ist krass dunkel. Mit dem Nebel, mit dem Schnee. Boah, es ist heftig. Aber es sieht so cool aus. Also ich meine, es ist mal was Besonderes. Und das, sowas braucht man einfach. Es ist mega nice. Guckt euch das an, ich sehe den da vorne nicht mal. Das sind keine 100 Meter. Er ist weg. Der Regensensor mit so einem ab und zu leichten, dezenten Scheibenwischer. Das ist ganz angenehm. Alter! Oh, Junge! Hupen! Aber dafür, dass Schnee liegt, gut, das weiß ich jetzt nicht, ob da die Bedingungen auch angepasst sind. Die Bremse hat gut funktioniert. Was ein Affe. Nochmal anhupen. So, jetzt haben wir hier die ersten Fahrgäste, die sich natürlich freuen, hier in den Bus erstmal reinzukommen. Weil hier im Bus ist es warm, es ist toll, es ist super. Draußen ist es kalt, es schneit, es ist kacke. Herzlich willkommen. So, jetzt muss ich nur links rüber. Also ich finde von Tegel zum Alexanderplatz die Strecke schon ein bisschen schwieriger noch. Also so tricky, es gibt so echt tricky Stellen, wo ich sage, warum? Ah, hier merkt man wieder hier, sind so Gullideckel und so ein paar Straßenschäden. Das merkt man so krass am Lenkrad, das Force Feedback. Das ist so cool gemacht. Ist halt auch in die richtige Richtung. Es ist nicht so, dass es einfach random irgendwie. Also zumindest fühlt es sich so an, als würde es immer nach links halt hupsen. Weil halt der rechte Reifen so getroffen wird. Die ist halt nichts, wenn diese Straßenlaternen da, die Straßenlampen, du siehst, wenn du da direkt unterm Kegel bist, du siehst nichts. Also was heißt nichts, aber wenig. Jetzt sind wir hier wieder bei Aldi und Schrebergärten. Und hier wird es wieder etwas enger.
Das mit dem Verkehr finde ich halt auch extrem cool, muss ich sagen. Sieht halt schon cool aus. Man kann halt nichts sagen. Außer, dass ich halt auf der linken Spur stehe. Das ist halt Mike-Style so. Aber ansonsten viel Verkehr, viel los, Schnee. Sieht halt echt cool aus. So, jetzt haben wir wieder eine Busspur. Auch das ist natürlich vielleicht ein Punkt. Die Haltestellen, wo ich nicht befahre, stehen meistens keine Leute. Oder zumindest wenn, dann unbeabsichtigt. Ja, ziehe auf meine Busspur. Ach, da, die Busspur endet. Scheiße. Leute, das habe ich auch nicht gesehen wegen dem coolen Wetter. Dann muss ich ja hier rüber. Ich sehe halt nichts. Schön noch über die rote Ampel geschürt. Ja, Meister. Also wenn du die Strecke nicht auswendig kennst und ich kenne sie nicht auswendig, dann bist du teilweise echt überrascht. So, dass jetzt hier, dass es jetzt hier nach rechts geht, links ist Abbiegerspur, du siehst den Streifen nicht, du weißt nicht wohin. Also für jemanden, der kein Berliner ist, ist es halt ein bisschen crazy. So, jetzt können wir gleich in meine Rechts-Links-Kreuzung, die ich in der letzten Folge schon angesprochen habe, dass die aus dieser Fahrtrichtung ein Ticken anspruchsvoller ist und tatsächlich auch sogar sehr anspruchsvoll, würde ich sagen, mit so einem Gelenkbus. So, also dann zeige ich euch das Ganze mal, den ganzen Spaß. Nach rechts hier ist noch kein Problem, klar, man kommt auch ein bisschen in die Spur rein, aber es klappt schon. Aber jetzt nach links ist es sehr spannend, muss ich sagen, weil hier rechts schon ein Bordstein ist. Das heißt, man muss aufpassen, dass man den nicht unbedingt mitschraubt. Aber man muss halt hier hinten, also hier vorne musst du aufpassen, dass du den nicht reinkrachst. Klappt bisher zum Glück. Aber hinten, man kommt halt hinten ganz, ganz leicht auf den Bordstein. Also diesmal hat es geklappt, aber ich habe ja auch gerade sehr langsames Tempo gehabt. Das ist teilweise deutlich, deutlich schwieriger, wenn man halt auch einigermaßen schnell rumkommen will. Naja, es hat funktioniert. Nächste Haltestelle. Einsteigen, aussteigen, Fahrscheine brauchen wir nicht. Alles klar, let's go. Ah doch, die letzte. ABC Einzelfahrtschein, da kann man natürlich jetzt kein Geld erkennen, sehe ich gerade. Das heißt, ich muss mir jetzt hier Licht anschalten. Ich frage mich, wenn ich dieses Licht jetzt anmache. Upsi. Geht das jetzt aus, wenn ich die Tür zumache? Es geht tatsächlich aus. Ja, dann muss ich die Lampe anlassen. Das habe ich nicht gecheckt. Ich dachte, es bleibt dann die ganze Zeit an und dann sieht es natürlich scheiße aus. Aber es geht tatsächlich aus, das heißt super duper. Auch das muss natürlich so sein. Und das ist natürlich cool. Wir haben hier so eine Art Allee. In der Mitte sind die ganzen Straßenlampen. Auf der rechten Seite eher alles dunkel. Parken die Autos. It looks very interesting and nice. Das gibt mir gerade ein gutes Gefühl. Man sieht keine Spuren. Ich weiß nicht, ob überhaupt Spuren da sind. Oder ob es am Wetter liegt. Es sind Spuren tatsächlich da. Hier hinten erkennt man die jetzt wieder. So Leute, links rum einmal hier. Zweispurig, sehr interessant. Die Strecke ist wie gesagt ein Ticken anspruchsvoller, finde ich. Aber auch sehr cool natürlich. Also vielleicht sogar umso cooler, weil sie eben so anspruchsvoll ist. Okay, es muss hier ein parkendes Auto stehen scheinbar, ja. Der hintere lässt mich, super. Ah, siehst du, wieder wegen dem Wetter, habe ich jetzt nicht ganz gesehen. Links war die Ampel rot, die habe ich gesehen. Die rechts, die eigentlich für mich gedacht war, die grüne, habe ich nicht gesehen. Also es ist aber echt krass. Also es macht schon Spaß, aber es ist echt krass. Also holy fucking shit. Oh, Busspur und Haltestelle. Sehr cool. Wo kommt die denn? Hier kommt sie. Ich kann mir vorstellen, dass ich bei dem Wetter auch mal ganz, ganz easy an der Haltestelle vorbei düse. Könnte durchaus passieren. So, auf die Schienen.
Auch cool, dass natürlich sowas mit drin ist, aber ja, ist halt Berlin City einfach 1:1 abgebildet. Oh, dachte, das wäre noch Fahrbahn, das ist ja schon Bürgersteig oder wie auch immer man das nennt. Ist ja mehr so eine Art Bahnsteig, ich weiß es nicht. Ja, jetzt ist aber wieder kein Licht an, also so prima funktioniert hat das nicht. So, kriegst 2,50 Geld. Einwandfrei. Dann machen wir die Türen wieder zu und weiter geht's. Denn wir sind tatsächlich sehr spät dran. Also auf der Hinfahrt habe ich auch nicht drauf geachtet, auf der Rückfahrt auch nicht. Aber auf der Hinfahrt waren wir, glaube ich, 10 Minuten zu früh oder so. Und jetzt sind wir, ja doch, 2-3 Minuten zu spät. Also Ankunft um 16.13 Uhr müssten wir da sein. Jetzt ist 16.14 Uhr und 30 Sekunden. Also gleich 16.15 Uhr und die Ampel ist immer noch auf Rot. Und da vorne ist noch eine Ampel, die Gott sei Dank auch schaltet jetzt gerade. Ja, das Wetter und diese Strecke, ich finde die Strecke von Tegel nach Alexanderplatz, wie gesagt, ist anders als von Alexanderplatz nach Tegel. Es ist nicht ganz so easy. Ja, sieht man auch hier wieder. Bin ich auch da wieder hinten etwas auf den Bordstein gekommen. Und jetzt sind wir hier mit ungefähr 2,5 Minuten Verspätung. Hier in der 30er-Zone ein bisschen schneller fahren, fast 40. Die halten uns auch aktuell keine Ampeln auf. Kann natürlich etwas zeitsparend sein. Etwas. Möchte ich betonen. Hier vorne ist unsere Haltestelle. Jetzt sind wir nur noch 1:30 zu spät gewesen. Wenn wir jetzt direkt wieder losfahren, sieht es ja fast schon perfekt aus. Ampel nehmen wir noch mit, ja. Gelb, orange, was sagt ihr eigentlich zu der Ampel? Ich sag gelb. Sehr viele, die orange sagen. So, nächste Haltestelle. Hier sind wir jetzt nur noch 15 Sekunden oder so zu spät. Also, super. Einmal frei. Und direkt weiter. An der ARD vorbei. Cool. Ah, scheiße. Das ist halt, weil es dunkel ist. Ey. Ich hätte auf der rechten Spur bleiben müssen. Jetzt bin ich links, weil wir links abbiegen müssen, aber ich muss gleich wieder rechts. Muss ich mich irgendwie so ausscheren, dass sich da keiner rechts hin fährt. Dann kann ich direkt gleich rechts bleiben. So, genau. So ist der Plan, so kann man es natürlich auch machen, ne? Ist auch nicht schlecht. Was ist eigentlich, wenn ich die jetzt hier stehen lasse und losfahre? Passiert dann was? Nö, ne? Am Ende fällt die irgendwie um. Und ich hafte dafür. Wie hier 20 wegen der Baustelle ist, aber alle anderen schüren. Lol. Alter. Der zieht echt brutal vor mir rein. Das ist nice. Also dann kümmern wir uns mal kurz um dich. Ich kann das jetzt tatsächlich nicht machen, weil nicht an der Haltestelle bin. Das ist interessant. Ich dachte, ich spare mir Zeit, wenn ich es an der Ampel mache. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. So, jetzt aber. So, Spandauer Straße Marienkirche. Hier in der Gegend ist es tatsächlich so, dass sehr, sehr oft einmal Leute auf der Straße laufen. Also, das ist ziemlich komisch. Ist noch ein Bug. Ja, wer sich übrigens natürlich für das Spiel interessiert, das Ganze ist ein Early Access, das heißt, es ist noch nicht fertig. Es gibt noch einige Bugs, aber dafür seid auch ihr zuständig, natürlich. Also es wird
Bernhardstraße. Es wird bald den Multiplayer geben, es wird bald neue Strecken geben, es wird bald neue Busse geben und bis das alles zur Erscheinung kommt im Laufe des Jahres, im Laufe der nächsten Monate, bis dahin ja, gilt es einfach, dass Leute wie ich und ihr da einfach Bugs erkennen und diese Bugs dann auch an TML Studios weiterreichen. Was auf jeden Fall gut war, ist diese Fahrt, muss ich sagen. Also, Wetter war crazy. Ich fand das echt interessant, das heute mal auszuprobieren. Und jetzt stehen wir am Alexanderplatz und das war's mit der heutigen Fahrt und auch mit der heutigen Folge. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten. Falls ihr Ideen habt, falls ihr Vorschläge habt, unbedingt in die Kommentare rein. Ansonsten bis dahin, haut rein und ciao, ciao!